Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. So, Stadtzufriedenheit bei 37%. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die sich jetzt erhöht hat. Ich meine, 26 oder so hätten wir als letztes, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. 3 neue Leute sind angekommen, ein Gebäude ist gebaut worden und 339 Miora sind über Nacht produziert worden. Ich meine, das ist mehr als gestern. Also ich denke mal schon, dass sich da einiges an der Zufriedenheit getan hat. Ja, dann würde ich sagen, auf in die Wiesenquartiere oder auch nicht, weil wir gerade Vielfalt bekommen haben, die wir noch einfordern können oder auch nicht, weil nichts angezeigt wird. Okay. Ja, dann halt nicht. So, dann wollen wir mal schauen, was wir heute alles machen können. Ich sehe ihn schon hier sitzen, unseren Freund. Damit können wir erstmal beginnen. Jetzt habe ich gar nicht genau darauf geachtet. Ich glaube, es sollte aber gekuschelt werden. Ja, okay. Okay, einmal füttern. Und nochmal füttern. Der ist heute sehr verfressen. Können wir nochmal? Nee, jetzt können wir nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Okay, erhöhe die Harmonie der Wiesenquartiere auf 100%. Was natürlich nicht so einfach ist. Was haben wir denn hier? Hier sucht jemand... Doch, wir hatten, glaube ich, noch ein Haus frei, oder? Oh, perfekt. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja, ich möchte... Ach so, das war der mit dem Gasthaus. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den einziehen lassen sollen, weil wir nicht mehr so viel Platz haben. Das ist das Problem. Und ich weiß halt nicht, ob wir die auch rauswerfen können. Nein, wir lassen ihn erstmal. Ich weiß auch nicht, ich muss mich hier erstmal wieder... Ja. Also wir können noch 3 Häuser bauen. Angestellte. Das ist noch nicht freigeschaltet. Gasthaus-Service. Obwohl, da hätten wir noch einen Platz frei. Wo ist er denn? Komm mal her. Ich muss doch noch mal mit dir sprechen. Wir lassen dich mal einziehen. Komm, ich weise dich jetzt einfach mal zu. Da ist irgendein Haus, was noch frei ist. Da darfst du gerne hingehen. So, und jetzt, das war auch, glaube ich, das einzige Gasthaus hier, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ne? Da werden wir ihn dann, Maximus war das, meine ich, als Angestellten hinzufügen. Hat jetzt seinen Traumjob. Ja, wunderbar, da sind wir doch alle froh drüber. Boni plus 1 Angestelltenplatz. Achso, dann verdienen wir wahrscheinlich auch mehr. So, ja, wie können wir jetzt die Dings verbessern hier? Eigentlich müssten wir noch ein Haus bauen, ne? Blumenladen hätten wir noch einen frei. Bäckerei, ach ja, da hatten wir ja, sagen wir mal, nichts zu. Da hatten wir ja 2 gebaut, da haben wir theoretisch sogar noch 3 frei. Stadtgartenproduktion, ach so, das ist eine Produktion. Okay, mal schauen. Haben wir hier noch jemanden, mit dem wir sprechen können? Wer bist du jetzt nochmal? Das Begrüßungskomitee, genau. Traumjob Farm, ach du Scheiße. Okay, eine Farm haben wir leider nicht. Gut. Wir ignorieren dich am besten mal. Der hat einen Auftrag. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, ob das jetzt ein Auftrag war, den wir schon hatten. Nachdem ich es erfolgreich mit Marmelade eingesaut habe, brauche ich wahrscheinlich ein neues T-Shirt. Du hast nicht zufällig Ersatz für mich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Du machst es gut. Du weißt, wo du mich findest.
Okay. Nee, dann ist das doch was Neues. Moment, dann schreibe ich das mal eben mit auf meinen schlauen Zettel. Ronny möchte ebenfalls ein T-Shirt haben. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben kein einziges T-Shirt und haben schon zwei Leute, die eins haben wollen. Jetzt hau schon ab, gehört. Du störst. Der ist ja mega. Beziehungsweise sie, ne? Oh, hier sieht man auch nichts. Nee, Ronny ist ja ein Er. Was rede ich denn hier? Gerade doch den Namen gehört und schon wieder vergessen. Kann ich da... Geht doch mal... Ach, lass mich doch mal in die Ecke gehen. Mein Gott. Was interessiert mich das T-Shirt, wenn ich hier auf die glitzernden Sachen drücke? Mann. Ihr nervt mich alle, dass das so blöd verbuggt ist. Was ist das hier, oder? Komme ich auch nicht ran. Na, vielleicht ist die Wand am Glitzern oder so. Ich bin sauer. Ich gehe jetzt woanders hin. Also ich würde ehrlich gesagt lieber hier die Gegend erkunden oder ähnliches. Stadtzufriedenheit. Mhm. Ach so. Dekorateur. Also noch 4 Dekorationen. Wir brauchen trotzdem noch mal 2 mehr Bewohner. Und 3 Gebäude anpassen. Wie soll ich denn Gebäude nochmal anpassen? Oh Gott, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit Sherlock Holmes gespielt. Habe aber dann entsetzt festgestellt, dass ich gar keine Folgen mehr von Grow habe. Deswegen habe ich mich jetzt hier nochmal rangesetzt. Okay, also wir fangen am besten erstmal damit an, wenn wir noch so viel haben, dass wir noch 2 Häuser bauen, die wir irgendwie hier reinsetzen müssen. Und dann... 4 Dekorationen. 2 Häuser, 4 Dekorationen. Moment. Kann ich nicht. Ich hab's gar... Warum eigentlich? Ach so, ich hatte, glaube ich, Maximum... Aber ich soll doch noch mehrere hier reinkriegen. Wie soll ich das denn machen? Ja, geh doch mal. Kann ich dann eigentlich nur, indem ich das hier freischalte, oder? Achso, das ist der Blumenladen gewesen. Das ist ja mal richtig Mist. Ich kann ja keine Angestellten da reinmachen, die nicht hier wohnen. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich das hinkriege, dass das hier weiter freigeschaltet wird rechts. Leider kann man sich das ja nicht ansehen. Ich könnte Gebäude löschen, ja, aber das bringt mir natürlich auch nichts. Gasthaus, Bäckerei, Stadtgarten, Blumenladen. Wir machen jetzt erstmal noch die Dekorationen, würde ich sagen. Wir haben jetzt natürlich keine, die jetzt irgendwie so super toll sind oder so. Machen wir mal einfach hier so ein Rankengitter hin, zack. Keine Ahnung. Großer Baumplatz. Ich habe immer gedacht, dann wären die Dinger hier reingesteckt. Aber wir könnten das mal ausprobieren, dass wir hier einfach irgendwo in Ecke so, zack. Ah, okay, dann machen die wirklich Bäume da rein. Ja, das ist doch schön. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ein Strauch. Können wir ja noch vorstellen. So, ein Blumenbeet und, keine Ahnung, eine Statue stellen wir hier vorne nochmal hin. So, dann haben wir nochmal 4 Dekorationen dazu. Tja. Wie machen wir das jetzt? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich konnte doch gerade noch was einfordern. Kann ich mir gerade wieder nicht ansehen. Egal. Ist jetzt auch nicht so zwingend notwendig. Okay, passe 2-mal. Ach so, 2-mal. Also pro Gebäude. Ich muss insgesamt 3 Gebäude anpassen. Mit 2 Sachen. So verstehe ich das jetzt. Ah.
Platziere Dekorationen. Wieso habe ich da jetzt nur 2 Sterne, obwohl ich alle 10 Dekorationen jetzt schon hier reingestellt habe? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Schließe Benutzerabfragen ab. Da habe ich ja auch 2 von 2, habe aber trotzdem nur 1 Stern. Das finde ich auch nicht nett. Tja. Habe 12 Bewohner. Wie soll ich das machen, wenn ich keine 2 Leute mehr hier reinkriege? Weil das ist ja, glaube ich, das liegt nicht an der Gebäudeanzahl, sondern es liegt daran, dass wir keine Häuser mehr bauen können. Verschönere Gebäude. Oh, so nicht. Tja. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, wie das jetzt ging. Also ich denke mal, dass die mit Verschönern meinen, dass man die Farben und so jetzt hier ändern soll. Machen wir das mal. Das ist umgestaltet zumindest. Ich guck mal nach, ob der das jetzt so angenommen hat. Mit verschönere Gebäude. Ja, 2 von 4. Okay, da meint er mit Verschönern einfach nur umgestalten. Dann würde ich sagen, das Gasthaus, das sieht so trüb aus. Da machen wir mal, keine Ahnung, die Dachfarbe. Eine Regenbogentapete. Oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, das soll ja einladend aussehen. Wobei die Regenbogentapete natürlich, ja gut, ekelhafte Tapete wäre vielleicht nicht so schön. Ja, komm, nehmen wir mal die Regenbogentapete. Das große, bunte Gebäude. Ja, sagen wir es nicht so. Die Wandfarbe, die könnten wir in grün machen zum Beispiel. So. Stufenaufstieg. Jetzt habe ich Blut geleckt. die Sockelfarbe. Was nehmen wir denn da? Das passt so schön wegen dem Grün. So. Achso, wir haben keinen im Marken. Deswegen können wir das hier, glaube ich, nicht. Dekoration oben. Ja, das steht jetzt alles hier auf 0. Schade, jetzt kann man das hier nicht so. Ah, also. Okay. Kommen wir der Sache doch schon mal ein bisschen näher, glaube ich. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal, was weiß ich, das hier als Sockelfarbe. Nehmen wir dann das gleiche. Ist jetzt vielleicht nicht so. Was ich nur doof finde, dass man hier nirgendwo was sieht. So ein Fortschrittsbalken oder so. Wandfarbe. Nehmen wir mal so ein bisschen Grün mit rein. Yes! Jetzt hat die einen Stufenaufstieg. Hätte ich das vorher gewusst, jetzt mal ohne Scheiß. Ein schöner Blumenkasten. Ich glaube, die arbeitete doch sogar in der Gärtnerei, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Machen wir da mal einen Blumenkasten rein. Haustierhütte, Briefkasten. Ja gut, Briefkasten hat sie ja schon. Was ist denn mit Marke? Traute Zweisamkeit für ein Gebäude ausrüsten. Ah, um einen Bewohnerplatz freizuschalten. Machen wir doch. Stimmt, damit haben wir das gemacht. Ich habe es schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ja, perfekt. Dann machen wir das hier auch. Gehen wir doch direkt mal auf die Marke. Und rüsten dann nochmal direkt einen Platz aus. Der hat aber noch keinen Blumenkasten. Nee, Blumenkasten will ich auch nicht. Obwohl, ja, doch, könnten wir schon. Machen wir das mal. Wir machen einfach so irgendwelche ekligen Farben. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Das machen wir passend. Da haben wir auch einen Stufenaufstieg. Ich denke mal, dass sich das natürlich jetzt alles auch positiv auf die Beliebtheit letztendlich auswirkt. Wandfarbe. Sieht man hier allzu viel von. Machen wir das mal mit diesem Blau. Briefkasten, genau. Den oder den. Nehmen wir einfach mal hier den Standardbriefkasten. Haben wir sonst noch was? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann die Bäckerei, wo sie drin arbeitet. Die muss natürlich schön aussehen. Aber nicht so dunkel. Wie will man jetzt eine Bäckerei verschönern? Ich weiß es nicht. Wir machen sie einfach mal lila. Keine Ahnung. Mit
Ja, das passt ganz gut. Auch ein Stufenaufstieg, dann die Wände. Das passt eigentlich ganz gut zum unteren, finde ich. So, Dachdekorationen gibt es auch noch. Ja, es ist ja eine Bäckerei. Nehmen wir mal einfach das. Ja, warum nicht? Das dann auch noch mit rein. Ah, Stufe 2. Oh, wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, warum ich vorher nicht darauf gekommen bin, jetzt mal ganz ehrlich. Oh je, so langsam verstehe ich das Spiel endlich mal. Und das, obwohl ich keinen Plan mehr hatte, als ich hier reingegangen bin, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. So, da sind wir jetzt erstmal beim Haus. Dann nehmen wir mal, was weiß ich, sowas Grünes. Können wir hier unten auch nehmen. Die Wandfarbe dazwischen, die können ja so ein bisschen oder kann auch so gemacht werden. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. So, da darf aber noch jemand wohnen. Und die kriegen noch einen Briefkasten, weil sie zu zweit sind. So. Das heißt, ich kann tatsächlich noch zwei Leute einziehen lassen. Oh, wie geil ist das denn? Die Bibliothek, die müssen wir dann natürlich auch verschönern. Wenn wir die verschönern können. Mal gucken. Hatte ich nicht eben irgendwas gesehen, was so ein bisschen nach Büchern aussah? So wie es aussieht, eher nicht. Das könnte man vielleicht noch nehmen für die Bibliothek. Keine Ahnung. Sockelfarbe. Ich würde gerade sagen, ich würde gerne was sehen. Nehmen wir einfach die. Und die Wandfarbe. Was ist dann hier vorne? Das soll man das auch blau machen. Das machen wir auch blau. Yes! Und sie hat einen Stufenaufstieg. Sie kann sogar einen dritten jetzt, oder hatte den vorher schon. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe nicht drauf geachtet. Oder ich habe den gerade freigeschaltet. Keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß selber gar nicht mal, was ich tue. Ich bin hier gerade so aufgeregt, dass ich jetzt herausgefunden habe, wie es geht. Und es vermutlich vorher aber auch schon herausgefunden hatte. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt. Ja, die Bäckerei. Die hat gar keine Angestellten. Können wir da eigentlich irgendjemanden zuweisen? Die arbeiten alle. Ich weiß gar nicht, wo Winnie... Ich muss mir das mal aufschreiben hier. Also Winnie. Aber Winnie arbeitet doch. Wieso steht da nicht drin? Das meine ich zumindest. Patrice... Wer ist denn hier noch? Die anderen haben alle eine Arbeitsstelle. Da müssen wir gleich mal gucken. Definitiv. Nee, ich will nicht zuweisen. Ich wollte jetzt nochmal gucken. Was habe ich gesagt? Bäckerei sind wir. Ja, das sieht so ein bisschen, keine Ahnung, nach Bäckerei aus. Ich weiß es nicht. Wir machen das einfach mal ein bisschen passend. Oder grün. Rosa. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich finde alles so ein bisschen, naja. Die Wandfarbe... Ja, das passt natürlich gar nicht. Ach komm, nehmen wir das einfach. Ist ja auch... Letztendlich ist es ja auch egal. Wieso kann ich... Ach so, weil das schon freigeschaltet ist wahrscheinlich, ne? So, jetzt gucken wir aber nochmal eben. Produktion, weil ich will erstmal nicht die privaten. Ich will erstmal die... Achso, das sind doch die. Okay. Blätter. Rot. Ja, keine Ahnung. Rot passt in dem Fall eigentlich ganz gut. So, machen wir unten auch nochmal rot. Zack. Stufenaufstieg. Perfekt. Dann machen wir das grün, blau. Schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt gemacht wird. Wir nehmen einfach das hier. So, dürfen dann auch noch einen Angestellten haben. Perfekt. Nochmal ein Levelaufstieg. Oh, ich freue mich gerade so. Also ich hoffe wirklich, dass sich das dann extrem dadurch verbessert. So, ansonsten haben wir jetzt hier nichts mehr, was Gebäude, also Gebäude schon, aber was jetzt öffentliche Gebäude angeht, ne? Da müssen wir uns jetzt um die privaten kümmern, oder? Moment, was war das? Ah ne, das waren nur hier die, ach ne, den Blumenladen habe ich vergessen, genau, oh je. Nee, das war aber nicht der Blumenladen. Moment. Das war der Blumenladen. So.
Ja, was nehmen wir denn beim Blumenladen? Müssten wir ja irgendwas Blumiges nehmen. Das sind so Blätter. So, nehmen wir die mal. Die Sockelfarbe. Kann man hier gar nicht so richtig sehen. Nehmen wir die. Die Wandfarbe. Es wirkt ein bisschen dunkel, aber ja, können wir so machen. Blumenkasten wird mir angezeigt. Oh, scheiße. Ja, ich habe ja die ganze Zeit Miura ausgegeben. Ups. Okay, ich habe mich jetzt so ein bisschen hinreißen lassen, aber ich habe leider nichts mehr, womit ich jetzt hier bezahlen kann. Ich habe mich jetzt so gefreut und das hat jetzt leider nicht mehr. Ja. So, Verschönerung. 4x4. Aber ich habe trotzdem nur 2%. Das ist doch gemein. Stadtzufriedenheit bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Hatte ich nicht irgendwas mit 24% oder so? Also ich bin mir doch sicher, dass das hochgegangen ist. Auch wenn ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher bin. Ich weiß es nicht. Was ist das eigentlich mit Tabulator beanspruchen? Die Stadt ist harmonischer denn je, Liebling. Gehe zum Stadtplatz, wenn du bereit bist, das Lied zu singen. Ja, wir haben die Stadtzufriedenheit auf 100%. Ist das geil? Okay. Ich glaube, das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Und ich glaube, in meiner typisch total verpeilten Art habe ich es einfach vergessen. Ja, dann, gehen wir mal eben auf die Ziele, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Wo ist es denn hier? Oh. Rustikaler Briefkasten. Ah, sehr schön. Direkt wieder was zum Verschönern. So, Stadtplan. Einen Harmoniesteinauftrag. Geflochtene Pferdeschwänze. Wir brauchen aber einen Bart. Ein Bart und zwei T-Shirts brauchen wir. Naja, gut. Okay. Feurige Haarfarbe. Okay. Hallo? Darf ich hier auch wieder raus? Backt das hier gerade ein bisschen? Jetzt. Blaupausen. Da war auch was zum Anspruchen. Da. Kaffeeblaupause. Wir hatten noch keinen Kaffee, ne? Glaube ich. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, einer hatte einen Traumjob mit dem Kaffee. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt eins gebaut haben. Ich gehe mal eben, bevor ich jetzt hier... Nee, jetzt kriege ich schon wieder was Neues. Moment. Nee. Hat er mir nur gesagt. War wahrscheinlich eben schon drin, nehme ich mal an. Oh. Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Moment. Aber da kann man nichts machen, ne? Wenn ich da draufklicke. Ich denke mal, dass ich da die Stufe nur dadurch erhöhe, indem ich den Rest drumherum dann erhöhe, beziehungsweise die Stadtzufriedenheit oder wie auch immer. Nee, wir haben... Genau, wir haben noch keinen Kaffee. Die große Frage ist jetzt, können wir das tatsächlich bauen? Gasthaus? Nee, ist nichts... Doch, hier! Ah, oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Kann ich das noch bauen? Ja, ich hab noch Platz, ist so schön gesagt. Das ist ziemlich groß. Natürlich habe ich jetzt total vergessen, wie ich es drehen kann. Achso, Q und E, da war das. Dann machen wir das mal in die Richtung. Oder auch nicht. Warum nicht? Nach unten dort. Ah, so. Okay. Dann. So. Okay, ja gut. Das wird jetzt eh noch gebaut. Baue 3 neue Häuser, baue 1 neues Café. Ach ja, das hatten wir ja auch als Ziel. Genau, kann man da noch irgendwas ab... Ja, kann ich was abholen? Rosa Tapete. Okay.
Vielen Dank, vielen Dank. Oh, ich bin echt so... Ich habe gerade einen totalen Frosch im Hals, aber ich bin gerade auch total happy, dass das jetzt hier alles so schön geklappt hat. Ich werde mich jetzt offline noch darum kümmern, dass wir noch ein bisschen Miora kriegen. Ach so, und ich wollte mal eben schauen, ob ich hier... Kann ich das in der... Nee, in der Übersicht kann ich es, glaube ich, nicht sehen, oder? Bewohner. Arbeitslos. Winnie. Doch, da. Traumjob Café. Genau, meine ich doch. Ach so, kann ich aber noch nicht zuweisen, weil das noch nicht gebaut ist. Genau. Sie hat den Traumjob Schneider. Okay, Schneider haben wir definitiv noch nicht drin. Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Wir haben eine Getreidemühle. Aber eine Getreidemühle ist nicht das gleiche wie eine Farm, ne? Ich weiß jetzt nicht... Ich weiß jetzt auch nicht, dieses hier oben... Es nennt sich Stadtgarten, ja. Ich weiß nicht, was sie da jetzt genau machen überhaupt. Aber, naja, gut, es sieht nicht wie eine Farm aus, deswegen... Ja, nee, dann lassen wir das mal so. Ja, wie gesagt, ich gucke dann, dass ich jetzt offline noch mal eben ein bisschen weitermache. Und dann schalte ich euch wieder hinzu, wenn der Tag zu Ende ist, ob dann eventuell noch was Neues dazu gekommen ist. Bis gleich. Fast hätte ich es vergessen. Ich habe in den Kommentaren ja noch einen Tipp bekommen. Und zwar von Only Lives Once. Schönen Gruß an dich hier von dieser Stelle aus. Ich stehe nämlich jetzt direkt vor den Naturschutzgebieten. Und da soll, ich schau mal eben nach, wie der jetzt hieß, Kinderling am Eingang sitzen. Das ist vermutlich der hier oben, nehme ich an. Den spreche ich mal an. Ah ja, Kinderling. Scheint, als sei diese Welt stabil genug für einen immer Kindhüter. Hallo. Möchtest du heute einen Lehrling einstellen oder wieder abgeben? Ich habe zurzeit unbeschäftigte zwei. Ja, bitte, ich möchte einen einstellen. Du stellst ein? Wunderbar. Ich habe den perfekten Kandidaten. Voller Energie, leicht abzulenken und absolut unverbesserlich. Er kann sofort anfangen. Ich glaube, er ist gerade angekommen. Brauchst du sonst noch etwas? Noch einen vielleicht? Du stellst ein? Wunderbar. Und er hat wieder den perfekten voller Energie und so weiter. Brauchst du sonst noch etwas? Nee, ich habe leider keine mehr. Dankeschön. Das sind die Kleinen hier. Jetzt sitzen die hier. Jetzt ist die Frage, muss ich die jetzt ansprechen? Ah, okay. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Bäume verwalten, Insekten verwalten, Fische verwalten. Sträucher kann ich anscheinend gar nicht verwalten. Man kann es auch nicht anklicken, um es mal zu öffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier nur im Naturschutzgebiet ist. Ich gehe mal davon aus. Kann man hier irgendwas machen? Nee, das heißt nur, wie viel ich hier drin habe. Okay, ja, Da wir natürlich jetzt die Sache mit der Stadt gemacht haben, können wir jetzt hier leider nichts machen. Ich denke mal, kommt bei beiden. Oh, jetzt habe ich schon drei. Ich werde einen dieser Käfer essen, Großling. Nein! Warum? Du sollst hier nicht meine armen Käfer essen. Okay, sie haben sich doch nicht verdoppelt, sondern die waren nur am Teleportieren. Ja, leider können wir es jetzt so nicht machen. Dann würde ich sagen, muss ich doch mit der Hand noch was arbeiten, damit ich überhaupt erstmal wieder ein bisschen Miora zusammenkriege. Und dann bleibt es dabei, dass ich euch gleich wieder hinzuschalte. Ja, leider habe ich nicht mehr alles geschafft. Dafür ist es einfach zu viel gewesen. Und wir wurden jetzt wieder zurück nach Hause gerufen. Was war das denn? Achso, das war er wahrscheinlich. Was für ein schneller Abgang. Ja, das war, glaube ich, der Standardtext. Ich habe leider zu spät drauf geguckt. Dann werde ich sagen, dass wir uns ins Bettchen begeben. Tierhaarallergien. Okay. Ja, ich würde sagen, dass ich dann erstmal den Tag für heute beende und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.